Bremerhaven, 8 Grad 34 Minuten östlicher Länge. Hier entsteht die zukünftige Kernattraktion des alten neuen Hafens, das Klimahaus. Entlang des 8. Längengrades können Besucher bald hautnah die größten Wetterphänomene der Erde erleben. Aufgeteilt in die Bereiche Reiseelemente und Perspektive werden den Besuchern die verschiedenen Klimata entlang des 8. Längengrades erlebbar gemacht und Wetterentwicklungen verdeutlicht. Auf 11.500 Quadratmetern Fläche bietet das Klimahaus dann einen riesigen Infotainment-Bereich. 70 Millionen Euro soll das fertiggestellte Projekt einmal kosten. Alleine für den Rohbau fallen 7 Millionen Euro an. Eine beachtliche Summe. Ausgeschrieben wurde das Bauvorhaben im Juni 2006. Nach sorgfältiger Auswertung der Angebote ging der Auftrag an die Firma D&B-Bau. Sobald die unterirdische Garage fertiggestellt war, konnte der Grundstein des Klimahauses gelegt werden. Grund zur Freude für Jörg Schulz, den Bürgermeister Bremerhavens, und Manfred Knoblauch, den Polier von D&B-Bau. Ja, ich hoffe, dass das Klimahaus als Attraktion eine genauso überraschend positive Entwicklung nimmt, wie wir sie beim Zoo am Meer und beim Deutschen Auswanderer auch schon erlebt haben. Dass es sich hier um kein gewöhnliches Projekt handelt, ist an dem anorganisch geformten Modell des Gebäudes erkennbar. Das Architekturbüro Klump hat dieses Modell zur Visualisierung und als Hilfe bei der Erstellung dieses außergewöhnlichen Gebäudes entwickelt. Mit seiner gewölbten Fassade soll das Klimahaus die Form einer gestoppten Welle darstellen. Unterschiedlich geneigte Stützen, welche Laufstege und Ausstellungsplattformen tragen, sowie eine Freiformtreppe im Foyerbereich waren nur einige der Herausforderungen, denen sich die Poliere und Bauleiter der Firma D&B-Bau stellen mussten. Zu einer guten und detaillierten Planung gehören ebenfalls die regelmäßigen Rohbaubesprechungen, bei denen Zeitplan und Ablauf dieses Mammutprojektes festgelegt werden. Dass ein so extravagantes Bauvorhaben eine große Herausforderung in Bezug auf Planung und Gestalt mit sich bringt, weiß auch Stewo-Geschäftsführer Christian Bruns. Ja, das Klimahaus ist ein einzigartiges Bauwerk und es ist auch so in dieser Form mindestens in Europa noch nicht gebaut worden. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es mitten in der Stadt ist, dass es auf einer Tiefgarage aufgebaut ist und dass es insgesamt 30 Ebenen hat. Und für die Baufirmen und die Handwerker war es sehr schwierig, sich dieser ganzen Planung auch bewusst zu sein und dann dieses Bauwerk zu bauen. 11.500 Quadratmeter Fläche verteilt auf 30 Ebenen. 8.500 Kubikmeter Beton, 2.500 Tonnen Bewehrungsstahl und ca. 4.500 Quadratmeter Mauerwerk. Später wird dann noch eine 10.000 Quadratmeter große, sanft geschwungene Glasfassade hinzukommen. Das sind einige der Fakten, mit denen sich die Bauherren beschäftigten. Also die nächste Etage ist nicht wieder genauso wie diese, sondern dann springt da mal wieder die Decke so ein paar Meter raus, da geht's wieder zurück. Und dann wäre da noch die besondere Freiformtreppe. Um diese architektonisch umzusetzen, waren Schalpläne für jede Schnittebene der Treppe notwendig und die Facharbeiter brauchten ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Für die Treppenanlage sind ca. 15 Tonnen Stahl vor allem als kleinteilige Bügel verarbeitet worden. Die Erstellung des Klimahauses hing vor allem vom Klima ab, denn die Zeitfenster für die Bauabschnitte waren aufgrund des rauen Nordseewetters eng bemessen. Störungen durch Witterungseinflüsse in den Wintermonaten, verstärkt durch die Lage direkt am Wasser, erschwerten den Baustellenbetrieb und legten ihn zeitweise lahm. Eine Schwierigkeit, mit der die Baustellenarbeiter hart zu kämpfen hatten. Ist nicht einfach, ist sehr schwere Arbeit. Warum? Ja, aber es ist ein bisschen Druck dabei. Wir müssen schnell fertig werden. Termin. Also einfach ist das nicht. Probleme, die die Firma D&B-Bau einkalkuliert hatte, um den Zeitplan für das Bauvorhaben einzuhalten. Kompliziert war auch die Logistik. Denn um die Riesenmengen an Baumaterialien zum Klimahaus zu schaffen, bedurfte es einer guten Organisation. Zwei weitere Baustellen und die Lage zwischen Innenstadt und Wasser machten es nicht einfacher. Das ist eben so, dass auf einer Briefmarke, ähnlich wie beim Potsdamer Platz, so große Bauvorhaben, ein Hotel, ein Klimahaus und ein Einkaufszentrum errichtet werden. Und da waren die logistischen Probleme schon sehr groß, weil wir auch nur zwei Anfahrtwege haben. Und von daher war das eine besondere Herausforderung. Eine weitere Schwierigkeit barg der Gerüstbau. An der anorganischen Bauform wurden schräg stehende Rundstützen mit Längen von bis zu 17 Metern verwendet. Nicht einfach für die Bauherren. Aufgrund der Örtlichkeiten war der Einsatz von Betonpumpen nur in Teilbereichen möglich. Um dieses Problem zu lösen, wurde ein Stahlbaukran mit einer maximalen Tragfähigkeit von 20 Tonnen und von 10,8 Tonnen bei einer Ausladung von rund 60 Metern montiert. Somit konnte die Betonage mit einem Inhalt von bis zu 3,5 Kubikmetern erfolgen.
Und auch die Belüftung und Klimatisierung des neuen Bauwerkes stellt eine weitere Besonderheit dar, die gleich von Anfang an in die Bauweise integriert werden musste. Um das Klimahaus optimal zu beheizen, zu kühlen und belüften zu können und dabei den Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten, wurde eigens eine besondere Konstruktion entworfen. Das Gebäude besteht aus zwei voneinander getrennten Körpern. Die Außenhülle aus Glas umgibt die Innenkonstruktion aus Beton. Das bringt den Vorteil, dass die Zirkulation der Innenluft und die Sonneneinstrahlung zur Belüftung und Klimatisierung des Gebäudes genutzt werden können. Die Firma D&B Bau musste dafür Sorge tragen, dass auch das Baumaterial den Anforderungen der Klimatisierungssysteme entspricht. Wie die Firma diese Problematik löste, erklärt Christian Bruns. Ja, wir haben extra einen Baubiologen eingeschaltet, der alle Baumaterialien hinsichtlich der Nachhaltigkeit überprüft, denn wir bauen hier ein Klimahaus, wo wir auf die Gefahren des Klimawandels hinweisen und deswegen müssen wir auch sehr sorgfältig bei der Auswahl der Materialien sein. Nach fast 10-monatiger Bauzeit steht er da, der majestätische Rohbau. Nun können die letzten Arbeiten an dem riesigen Gebäude in Angriff genommen werden. Die Meisterleistungen sind so gut wie vollbracht. Rohbauarbeiten, Betonkernaktivierung, Blitzschutzarbeiten, Mauerwerk, Innenputz und Innen- und Außengerüste. Für die Umsetzung vom Modell zum fertigen Gebäude konnten nicht immer die altbewährten Wege und Bauweisen angewandt werden. Das führte dazu, dass immer wieder nach neuen, innovativen Lösungen gesucht werden musste, um die enorme Aufgabe, ein Freiformgebäude zu erstellen, Realität werden zu lassen. Außer den Kerntreppenhäusern gibt es im gesamten Bauwerk keine Wiederholungsfaktoren. Für jede Ebene, jeden Teil, ja fast für jeden Raum musste ein einzigartiges Konzept entworfen werden. Sämtliche Decken sind in- und übereinander verschachtelt und zum großen Teil mit runden bzw. fließenden Deckenrändern ausgebildet. Ein Großteil der Decken enthält eine Betonkernaktivierung, sozusagen eine im Ortbeton eingebaute Fußbodenheizung. Dass der Mehraufwand sich lohnen wird, davon geht Christian Bruns aus. Ich glaube, es wird eine einzigartige touristische Attraktion für Bremerhaven. Und genau das erhoffen wir uns auch, weil Bremerhaven als Oberzentrum in einer touristischen Region sich immer mehr positioniert hat in den letzten Jahren. Und von daher glauben wir, dass dieses Klimahaus, wenn es denn dann fertig ist, Bremerhaven einen großen Schritt nach vorne bringt. Wenn das Projekt im März 2009 fertiggestellt sein wird, ist davon auszugehen, dass die Erwartungen in das Gesamtprojekt Klimahaus als touristische Attraktion in Bremerhaven voll und ganz erfüllt werden. Ungefähr 600.000 Besucher werden jährlich im Klimahaus am alten neuen Hafen erwartet. Bald wird die Reise rund um die Welt des 8. Längengrades für die wissenshungrigen Entdecker losgehen. Dann können sie in die Vielfalt der verschiedenen Klimata des 8. Längengrades eintauchen, eigene Wetterprognosen erstellen und die Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft und Leben für sich erfahren. Ein Erlebnis nicht nur für Klimaforscher. Das Klimahaus, ein Projekt, das nicht nur den Standort Alter Neuer Hafen, sondern ganz Bremerhaven nach vorne bringen wird. Für den Rohbau hat D&B Bau seine Arbeit getan. Alle Arbeiten wurden mangelfrei und termingerecht in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unserem Auftraggeber ausgeführt. Getreu unserem Motto, gemeinsam bauen.